Sehr wahrscheinlich liebt auch etwa 90% der Weltbevölkerung Cheesecake. Mir geht es nicht anders und darum zeige ich euch heute, wie man so ein feines Ding fabriziert. Der ist aber speziell, der muss nicht einmal gebacken werden und ist eigentlich total einfach in der Zubereitung. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Als erstes gibt es Zutaten. Die Zutaten füllen eine Springform mit etwa 18 cm Durchmesser. Für den Boden braucht es 50 g Macadamia-Nüsse, 125 g Löffelbiskuit, 80 g Butter, die Zimmertemperatur hat, und 100 g Birne aus der Dose. Ganz wichtig, den Birnensaft unbedingt behalten. Für die Cheesecake-Masse brauchen wir 600 g Frischkäse, das sollte auch Zimmertemperatur haben, 100 g Joghurt, 1,5 dl Zitronensaft, 1,5 dl Birnensaft, die abgeriebene Schale von einer Zitrone, 4 Blatt Gelatine, ein Teelöffel Maizena und 75 g Zucker. Als erstes füllen wir den Boden an und für das nehmen wir die Macadamia-Nüsse in eine Plastikbeutel und hauen mit dem Nudelholz richtig fest drauf. Erst später kommen die Löffelbiskuits dazu, die werden nämlich viel schneller klein und auch die werden noch einmal gut zerstampft. Das Ganze könnte man auch mit der Küchenmaschine machen, aber eben gerade die unregelmäßige Konsistenz der Macadamia-Nüsse ist einfach perfekt. Und jetzt wird es matschig. Die Streusel werden mit der Butter gut verdrückt und man sieht jetzt auch schon, dass sie für anfangen zusammenheben. Das ist perfekt so. Den Boden der Springform legen wir jetzt mit Backpapier auslegen, einspannen, außen abreißen und jetzt kommt die Masse rein. Die muss gut angedrückt werden, unten und auf der Seite. Dort soll es so ein kleines Rändchen geben. Dort kommen wir jetzt die Birne rein, wo wir in etwa 0,5 cm feine Scheiben geschnitten haben. In der Zeit, in der wir Cheesecake-Masse machen, kommt der Boden etwa für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Für die Masse werden der Frischkäse, das Joghurt und Zitronenzeste gut verrührt, sodass keine Stückchen mehr zu sehen sind. Die Gelatine tun wir in 50 ml vom Birnensaft und 50 ml vom Zitronensaft, beide kalt natürlich, aufweichen. Das dauert etwa so 5 Minuten. Jetzt sieht man, dass die Gelatine eine ganz andere Konsistenz bekommt. Dann tun wir den Zucker und das Maizena dazu, das Ganze erwärmen, bis es keine Stückchen mehr drin hat. Aber wichtig, es darf nicht kochen. Und man muss immer gut rühren dabei. Die Flüssigkeit kommt jetzt nur noch zur Crememasse. Auch das noch einmal gut vermengen. Als letztes kommt die Masse nur noch auf den Boden. Einen schönen Abschluss machen oben. Das mache ich jetzt zum Beispiel mit dem Löffel. Und dann sollte der Cheesecake mindestens 4 Stunden oder noch besser über Nacht im Kühlschrank ruhen. Ihr seht, der No-Bake-Cheesecake ist so fein. Ich habe es nicht mal ausgehalten bis zum Schluss. Ich habe schon ein Stückchen rausschneiden. Macht auch unbedingt einmal nach und lasst uns wissen, wie es euch geschmeckt hat. Und jetzt sage ich einfach nur noch einen guten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.